Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dawn of War 2 Retribution. Ja, ich dachte mir, nachdem wir jetzt die Tyranniden-Kampagne abgeschlossen haben, zeige ich euch doch mal die Tyranniden in einem kleinen Gefecht, damit ihr das auch mal zu Gesicht bekommt, so als kleiner Abschluss. Wir sind jetzt erst einmal hier am Anfang in der Heldenauswahl. Wir können uns hier unser Volk auswählen, in dem Fall die Tyranniden und auch die Flotte. Also zum Beispiel, ob wir Behemoth wählen wollen. Sehen halt von der Farbe her verschieden aus. Ach, wo sind denn interessante? Ja, die sehen nicht schlecht aus. So ein bisschen schwarz-dunkel, nicht mehr dieses Lila, was sie die ganze Zeit waren. Oder Kraken? Nö. Nehmen wir die schwarzen. Und hier können wir dann unseren Helden noch auswählen. Also entweder unseren Schwarmtyranten. Das ist der Schwarmlord, den wir auch aus der Kampagne kennen. Also als Helden hatten. Einen Venator, also einen Tunnelgräber. Oder einen Liktor. Naja. Ich entscheide mich für den Schwarmtyranten, weil das der einzige wirkliche Held von den dreien ist. Liktoren kann man auch einfach so ausbilden. Die können auch, der kann auch nicht besonders viel mehr. Außer die normalen Liktoren. Außer, dass er vielleicht ein bisschen hässlicher ist. Aber gut. Und je nachdem, welchen Helden wir uns aussuchen, steht uns auch hier unten unterschiedliche Fähigkeiten zur Verfügung. Also der Schwarmtyrann kann Brutnester und die Kriegerspeerspitze benutzen als globale Fähigkeiten. Die anderen halt andere Sachen. Also wir wählen den Schwarmlord und gehen in die Spieleinstellungen. Hier können wir die Karte auswählen, die habe ich schon vorgewählt. Und die Siegbedingungen, frei für alle, wäre halt jeder gegen jeden. Frei für alle Team, wäre drei Teams gegeneinander. Und die Siegpunktkontrolle halt, also Punkte einnehmen. Wir nehmen Vernichtung für diese Vorführung. Ressourcen, Standard und einen leichten Computergegner, dass ich euch alles in Ruhe zeigen kann. Ja. Da wären wir soweit und können das Gefecht beginnen. So, müssen kurz laden. Wir sehen schon, wo die ganzen Punkte sind. Also hier sind zwei Anforderungspunkte, hier sind zwei Anforderungspunkte und hier jeweils zwei Energiepunkte. Und hier die Startposition. Energiegeneratoren können auf einem aktivierten Energiepunkt gebaut werden. Generatoren sind der effizienteste Weg, das Energieeinkommen zu erhöhen. Jupp. Deswegen ist es meistens sinnvoll, den Energiepunkt, der am nächsten an der Basis ist, zu befestigen, an der eigenen, und dort Generatoren zu bauen. So, und dann geht's auch schon los. Erstmal können wir gucken, dass wir uns neue Einheiten besorgen. Nehmen wir mal... Ach, ein bisschen Krieger. Nicht möglich. Ein paar Thermaganten-Kriegerboot können wir nicht. Und die Thermaganten, die... Dieser Schwarm soll diesen Energiepunkt sichern. Genau, diese Homaganten. Anforderungspunkt wird gesichert. Homaganten können schon mal den Punkt da einnehmen. Die könnte ich mit Adrenalindrüsen ausrüsten. Thermagantenorte neu entstanden. Sehr schön, die könnte ich mit Giftzecken ausrüsten. Dadurch machen sie mehr Schaden. Anforderungspunkt wird gesichert. Okay. Das geht nicht. Nein, dafür brauche ich mehr Energie. Ressourcenpunkt erobert. Sehr gut. Dieser Schwarm soll diesen Energiepunkt sichern. Jetzt können wir den Energiepunkt hier erstmal befestigen. Dadurch kann der Gegner ihn uns schon mal nicht mehr wegnehmen. So, dann wird es Zeit, mal in Richtung Gegner vorzurücken, während wir darauf warten, mehr Energie zu bekommen. Man sieht schon, ich habe... Versorgungsgebäude fertig. Man sieht schon, ich habe drei verschiedene Stufen. Also einmal die Standardsachen. Einmal das Tech-2-Zeug, was ich erst freischalten muss. Und das Tech-3-Zeug, die ganz großen Sachen, wie den Cardifex und den Schwarmherrscher und den Liktor.
Symbiontenbrut kann ich erst auf Stufe 2, das dauert dann ein bisschen. So, den Punkt haben wir befestigt. Generator wird hinzugefügt. Jetzt können wir dort zwei Generatoren hinzufügen. Generator wird hinzugefügt. Und uns um die restlichen Sachen kümmern. Wie zum Beispiel den Energiepunkt dieser da oben. Dieser Schwarm soll diesen Energiepunkt sichern. Mein Tyrannidenlord kommt alleine klar, also ziehe ich mal die Ganten zusammen. Generator in Betrieb. So, der erste Generator ist fertig. Generator in Betrieb. Kriegerbrut kommt als nächstes. Wo ist mein Schwarmtyrant? Dem kann ich auch Ausrüstung spendieren. Also Ressourcenpunkt erobert. Also zum Beispiel Zahnklauen, damit er im Nahkampf mehr Schaden macht oder bessere Rüstungen. Und sogar Kriegertrupp neu entstanden. Besondere Fähigkeiten, wie zum Beispiel das Bioplasma. Damit er halt diese Bioplasma-Fähigkeit benutzen kann, die auch der Schwarmlord in der Kampagne benutzen konnte. So. Die könnten wir jetzt mit Stachelwürgern ausrüsten, diese Krieger. Das machen wir aber nicht. Wir lassen sie so, wie sie sind. Und man sieht schon, wir kriegen verdammt, jetzt da wir die meisten Anforderungspunkte halten, kriegen wir verdammt viel Anforderungsressource dazu, aber wenig Energie. Deswegen Generator wird hinzugefügt. Bauen wir noch mal einen Generator. Ich glaube, das Maximum waren 3 oder 4 Generatoren pro Energiepunkt. Aber das dürfte dann auch reichen. Damit wir in die zweite Stufe hochkommen. Weil wir haben jetzt zwar Truppen, Generator in Betrieb, mit denen wir uns verteidigen können. Ich baue noch mal Thermaganten für den Fernkampf. Wir haben nämlich nur einen Fernkampftrupp. Aber wir können damit den Gegner nicht angreifen. Aus einem ganz einfachen Grund sieht man bei uns, wir haben hier links und rechts 2 Rezeptoren von der Basis stehen. Und genauso hat der Gegner Geschütztürme stehen und mit Infanterie einen direkten Frontalangriff zu wagen, das geht in die Hose. Hallo Thermaganten. Deswegen brauchen wir erst einmal noch etwas Härteres. Also zum Beispiel eine Tyrannenwache hier. Und für die brauchen wir. Und für die brauchen wir erst einmal einen besseren Schwarm. So. Man sieht schon, die Festung baut sich langsam aus. In der Zeit können wir halt nichts weiter anfordern. Das Ausbauen dauert, glaube ich, eine ganze Minute sogar. Sieht ziemlich lustig aus, wie das da rumwackelt. Und ja, der Gegner gibt uns im Augenblick erstmal Ruhe. Mal sehen, ob wir ihn irgendwo finden. Es kann ja nicht sein, dass der so ruhig ist. Also den Punkt da hat er schon mal eingenommen, den lassen wir ihm auch mal. Sonst wird es ja ganz langweilig. Ich hätte vielleicht doch einen normalen Gegner nehmen sollen. Okay. Man sieht schon, dieser Punkt hier gibt uns 39, der dann nur 5. Also ist so ein befestigter Punkt gar nicht mal so unnütz. Alle anderen Punkte geben uns 30. Dem Gegner hat auch nicht viel mehr oder weniger. So, jetzt ist gleich der Im Schwarm können nun neue Organismen erzeugt werden. Genau, verbessert worden. Da sieht man hier, der hintere Kapillarturm wurde ausgefahren. Jetzt könnten wir hier Symbiontenbrut oder sogar Tyrannenwachen ausbilden. Machen wir erstmal eine Tyrannenwache. Das ist jetzt einfach bloß mal eine kurze Vorführung, wie das Gefecht aussieht, wollte ich machen. Ich hätte es mir interessanter vorgestellt, aber das ist gut. Das nächste Mal nehme ich vielleicht nicht einfache KI, sondern normale, dass das Ganze auch ein bisschen interessant wird. Einfache macht ja wirklich gar nichts. Die nehmen mir nicht mal Punkte weg. So, da haben wir unsere Tyrannenwache. Die kann dasselbe wie die aus der Kampagne. Und weil wir so freundlich sind, gibt es doch gleich Symbiontenbrut hinterher. Bevölkerungslimit ist 100. Das wird sich auch nicht ändern im Gefechtsspiel.
Aber die Einheiten sind im Allgemeinen auch billiger von der Bevölkerung als im in der Kampagne. Also Symbionten kosten nur 12 Bevölkerung, die Tyrantenwache 15. In der Kampagne kostet die Tyrantenwache ja 20. Oder Krieger 18 und Symbionten auch 18. Venatoren brauchen wir nicht unbedingt, da sind Krieger etwas stärker eigentlich. Genau. Und da haben wir Symbionten. Die, wenn sie stehen bleiben, unsichtbar werden. Und wenn sie sich bewegen, werden sie wieder sichtbar. Gut. Jetzt haben wir eine kleine Armee. Damit können wir ja schon mal angreifen. Biomasse haben wir leider keine. Sonst könnten wir Krieger anfordern oder solche Sachen halt machen. Im Gefecht kosten die globalen Fähigkeiten übrigens auch Anforderungspunkte teilweise. Mal abgesehen vom Brutnest. Also sogar die, es ein Hobaganten, ein Thermagant und ein Kriegertrupp in ihrer Basis entstehen. Wow, das ist mächtig. Also das ist wirklich eine mächtige Fähigkeit. Kostet nur 50 Anforderungspunkte und bringt mir einen ganzen Trupp. Aber ja, wir haben schon einen schönen Schwarm zusammengekriegt. Damit gehen wir jetzt mal beim Gegner Hallo sagen. Können ihm hier auch mal verbündete Einheiten die Gesundheit verbessern. Die Gesundheitsverbesserung geben. Oh, und eine Biozidkanone. Okay, Space Marines. Ihr haut gleich mal da drauf. Space Marines mit dem Apothekarius-Helden, ne? Und ja, so sieht das schon mal sehr nett aus. So. Die schlagen da auf den Geschützturm ein. Die ballern hier. Können wir in unserem HQ noch irgendwas Interessantes anfordern? Zur Droh. Wir haben ja die Bevölkerung. Ah, hier Biozidblut. Können wir anfordern. Wow, wow, wow. Du ziehst dich mal taktisch zurück. Und gibt's Bioplasma. Jetzt warten wir darauf, dass unsere neue Biozidbrut ausgebildet wird. Neue Einheiten auf dem Feld. Jo, das sind die heftigen Fernkampfkrieger, die wir auch in der Kampagne hatten. Thermagant verloren. Die können wir sogar. Die können wir sogar mit Synapsen ausbilden. Ja, und wir machen den Feind gerade richtig nieder. Jetzt steht da nur noch. Verbesserung abgeschlossen. Jetzt steht da nur noch seine Basis und der Held steht immer wieder auf. Hier. Verbessert. Zurück. Prügel dich mal mit meinen Jeans-Dealern. Nicht mit meinen Ganten. Ja, man merkt schon, das Hauptquartier zu zerlegen, das dauert ewig. Unser Schwarm-Tyrant ist eine Stufe aufgestiegen. So, wir haben schon wieder den Apothekarius zerlegt. Können wir mal mit Bioplasma auf die feindliche Basis draufhalten. Wenn das nicht sonderlich viel Schaden macht. Und da ist schon wieder der Apothekarius. Holen wir uns. Ja, warten wir ein bisschen, dann kriegen wir noch mehr Symbionten gut. Und man sieht schon, je mehr Einheiten wir haben, desto geringer ist unser Anforderungspunkteeinkommen. Also jetzt im Augenblick sind es 230 nur noch von unserem Grundeinkommen. Da zählen die 90 hier noch drauf. Also haben wir ein Grundeinkommen im Augenblick von 140 nur noch.
Also je mehr Einheiten wir haben, desto geringer ist das Grundplus, was wir an Anforderungspunkten kriegen. So wird verhindert, dass unsere Armee schnell nachwächst. So. Okay, das ist definitiv ein Rechtschreibfehler, dieses Zahllos. Wir können es aber trotzdem mal hier ausprobieren. Weil das müsste uns einfach bloß Absorber geben. Werfen Sie Sporen ab, aus denen Krieger entstehen und andere Tyranniden im Umfeld verstärken. Ja, das wäre eine Sporenbombe. Hier sind jetzt nur Absorber rausgekommen. Genau. Die sich gerade mit dem Apothekarius prügeln. Auf den können wir ja draufhalten. Der dürfte ziemlich schnell sterben. Ist ja immer noch nur Level 1, während der Schwarm-Tyrant sogar schon Level 2 erreicht hat, weil Level 3 ist. So, die Festung hat nur noch ein Viertel. Und die Tyrantenwache ist aufgestiegen. Oh, sehr schön, da kommen noch mehr Jeans-Dealer. Und ich habe den Helden vom Computerspieler schon wieder getötet. Oh, es kommen Truppen. Der Gegner macht mal etwas. Unser Schwarm-Tyrant hat nun Stufe 3 erreicht. Ja, trotzdem hat der Feind keine Chance mehr gegen unseren Schwarm. Höchstens, er würde jetzt noch einen Predator bringen oder sowas. Aber nein. Ressourcen nicht ausreichend. Der hat keine Chance gegen den Schwarm. Deswegen rennt er jetzt weg, viele Pussy. Unser Schwarm-Tyrant hat nun Stufe 4 erreicht. Yay, unser Schwarm-Tyrant ist Stufe 4 und der Gegner ist jetzt erledigt. Wir haben gesiegt. Ja. Sieg für Tyranniden. Und die Endabrechnung sagt es eindeutig. Wir haben Kommandantenpunkte das meiste, also weil wir Level 4 Helden bekommen haben. Einheitenpunkte, weil wir einen riesen Schwarm hatten. Ressourcenpunkte, weil wir fast alle Punkte gehalten haben. Und die Punktepunktzahl, also unsere Spielart. Ja. Damit würde ich sagen, damit kann man sagen, war das eine kleine Einführung für das Gefecht. Das nächste Mal, wenn ich so ein Gefecht mache, vielleicht als nächstes mit den Imperialen, nachdem ich die Kampagne von denen durchgespielt habe, werde ich euch mal die im Gefecht zeigen, werde ich mal normale Gegner nehmen, damit das ein bisschen interessanter wird. Ich wollte eigentlich leichte Gegner nehmen, weil ich gedacht habe, für die Vorführung jetzt hier wäre das am besten, dass ich mich nicht so sehr jetzt darauf konzentrieren muss, die Gegner zu zerstören oder euch mehr ein bisschen zeigen kann. Aber nö, leicht macht gar nichts. Also gut, dann bis zum nächsten Mal.